Hey. Wie fühlst du dich? Ganz gut. Aufgeregt? Ein wenig, ja. Muss ja nicht sein. Also, dein erster Patient ist ein Junge namens Jan Schwarz, 24 Jahre alt. Hat vor wenigen Wochen einen Motorradunfall überlebt. Seine Mutter schickt ihn und sagt, er verhält sich wieder wie ein Kind. Und den traust du mir schon zu? Ja. Das ist ein perfekter Patient für dich. Einer jünger als du, hat wahrscheinlich kein Zeitgefühl mehr. Komm schon, du schaffst das. Jeder hat seinen ersten Patienten und Jan ist deiner. Welcher von denen ist es? Keiner von denen. Er sitzt in deinem Zimmer und wartet auf dich. Du hast ihn schon reingelassen? Er hat mich darum gebeten. Du hast also schon mit ihm gesprochen? Ganz kurz. Ich finde ihn interessant. Und ich glaube, er könnte gut in deine Diplomarbeit passen. Vielleicht löst sich deine Schreibblockade dann noch auf. Bis später. Hey. Du schaffst das. Hallo Jan, ich bin Sarah. Wir werden uns die nächsten Wochen häufig sehen und viel miteinander reden. Weißt du denn, wieso du hier bist, Jan? Weil meine Mama mich hierher geschickt hat. Und wieso hat sie dich hergeschickt? Weil sie mir immer sagt, was ich machen soll. Und ich mache es dann. Du hattest einen Unfall, Jan. Weißt du das? Das hat sie ja auch immer. Was meinst du mit immer, Jan? Was hat sie immer gesagt? Willst du auch mal? Hast du früher beim Doktor sowas auch immer gespielt? Jedes Mal. Und es hat mich immer beruhigt. Es hat mich kurz vor der Wahrheit und von dem, was folgte, abgelenkt. Heute schaue ich meistens nur zu, wie wartende Patienten. Meistens Kinder damit spielen. Aber ich bin kein wartender Patient. Und ein Kind bin ich auch nicht. Warum lässt du mich damit spielen? Weil ich dir nichts verbieten möchte. Jan, darf ich dich fragen, was du damit gemeint hast, dass deine Mutter das immer gesagt hat? Meine Mama hat mich früher auch schon immer zum Doktor geschickt, obwohl ich nie krank war. Und jetzt nach dem Unfall fängt sie damit schon wieder an. Und wie fühlst du dich dabei? Ich fühle mich wie diese Kugel. Ich kann machen, was ich will, aber entscheiden, wo lang es geht, kann ich nicht. Ich bin nur eine Kugel und meine Mama schiebt mich. Und sie hat das dein ganzes Leben schon getan? Jan, bist du zum ersten Mal bei jemandem wie mir? Jemandem wie dir? Einem Psychologen. Das erste Mal?